Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich stehe, ja, da hinten wollen wir heute hin. Ich stehe hier nochmal, wo die Fingerleserin auch ist, in Limgrave. Denn, ja, ich habe ja hier einmal diesen Weg nicht gesehen gehabt. Wie man auch am Schloss vorbeikommen könnte. Also, an dem Schloss hier. Ne? Sturmschleier. So, und hier kann man nämlich auch, soweit ich das weiß, lang. Drumherum und dies und das und jenes. Hier sind ein paar Hunde. Und ich habe auch eine andere Waffe. Upala. Ja, weil ich wollte ja die anderen Waffen noch spielen. Und da habe ich mir jetzt die Säbel genommen. Und ja, bis jetzt ist das ganz cool. Wahrscheinlich wird es gleich wieder super schwach sein. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Dann wird die Folge einfach nur härter. Zu bestehen. So, wir brauchen aber jetzt nicht hier alle Wölfe abschlachten. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so wichtig. Ja, und dann kommt man hier schon zu Liurnia. Und ja, den Weg sollte man jetzt auch schon kennen. Da ist man ja aus dem Schloss rausgekommen. Und hier ist die Side of Grace. Genau. Sehr cool. Und wir haben ja auch bei Tops mit ihm geredet. Und er wollte ja unbedingt den Schlüssel. Und ja, wir haben ja jetzt einen Schlüssel für das Anwesen da. Deswegen gucken wir mal, was er sagt. Oder ob er überhaupt was sagt. Mal gucken, mal gucken. Wir können uns ja auch mit den Dingern wieder dahin teleportieren. Mit den, ja, Punkten der Gnade. Die ja auch wahrscheinlich nur wir sehen. Denn er ist ja, auch wenn er ein Reflektor ist, ja kein, ja, Auserwählter. Und deswegen, ne, wir bräuchten den Schlüssel auch gar nicht mehr. So, also, hallo. Back to learn another. Wonderful. You're most welcome to any of my anemic little spells. Okay, ja, toll. Nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Aber eigentlich wollte ich mit dir über den Schimmersteinschlüssel reden. So you found yourself a glintstone key. But I certainly can't take it from you. That key belongs to you. By rights, you should use it for yourself. It's true. I wish to return to my place of study. But that's no excuse to impose upon others. Oh, is this why Bluntstones always finish last? Head to the Academy of Rhea Lucaria. Carry on with your journey. Press forward with your fight. Don't bother holding yourself up for my sake. Head to the Academy of Rhea Lucaria. Carry on with Vielleicht finden wir da noch einen weiteren Schlüssel. Thank you. Kind soul, for learning my paltry sorceries. I never imagined that a bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Okay. Ja, vielleicht kriegt er noch mehr, oder vielleicht kriegen wir ja noch einen Schlüssel, den wir ihm dann geben können oder so. Auf jeden Fall haben wir das dann auch schon jetzt gemacht. Gut, als nächstes geht's dann hier runter. Und dann können wir so außenrum mal da lang gehen, glaube ich. Denn, ja, auf der anderen Seite hier oben sind wir jetzt schon fertig. Ja, das haben wir ja letztes Mal gemacht. Deswegen steht jetzt noch dieser ganze Bereich hier an. Und das hier oben natürlich auch. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, schätze ich. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen zurück und gucken hier lang. Ich habe noch kaum von den wie heißen sie denn? Von diesen Dungeons gesehen. Hier in Liurnia. Also Liurnia, sehr wenig Dungeons oder ich, ja, hab alle verpasst einfach. Das kann natürlich auch gut sein.
denn die sind ja durchaus nicht so mega einfach zu finden unbedingt. Also wenn die irgendwo in der Wand sind oder so. Ich gucke mir jetzt nicht jede Wand so super genau an. Da könnte es schon mal passieren, dass man die auch übersieht. Okay. Oh, apropos übersehen. Wenn wir hier hochgehen, können wir das kleine Fleckchen Land da mal... Ja, übersehen ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber beobachten. Beziehungsweise angucken. Und ist da noch was? Ja, also ich glaube, da müssen wir nochmal lang, damit wir das wissen. Was ist da? Was schwebt da rum? Okay, das sieht interessant aus. Aber erstmal holen wir uns hier diesen Punkt der Gnade. Sehr schön. Ich glaube tatsächlich, das sind Leute aus der Hauptstadt, oder? Die halt einfach nur noch wie verlorene Seelen hier rumirren. Okay, da hätte man auch runterspringen können. Hier runter, okay. Mhm. Ja, na gut. Sehr schön. Sehr cooler Schnitt da. Oder Stich. Oder wie auch immer man das nennen will. So, weg mit dir. So, du kommst auch weg. Hör mal auf, hier rumzutruten. Truten? Nein. Aber, also, ihr wisst ja, was ich meine. Aufhören damit. Ja, doch. So ein Krummschwert. Schon ganz cool. Nur ob das wahr ist, weiß ich nicht ganz. So, ah. Ja, hier wurden schon welche überfallen und hier läuft dieser Troll nur noch rum, ohne zu wissen, wo es lang geht. Okay. Uiuiuiui, ja, und das dauert sehr lange, dieser Kampf, wenn ich den so besiegen will. Ah, na gut. Stechen wir ihn einmal in seinem Kopf rein. Das macht nur 300 Schaden. Das ist halt einfach ein normaler Angriff bei mir normalerweise. Also ihr wisst gar nicht, wie früh ich da gerollt bin. Ja, na gut. Und der Text ist immer noch falsch. Ich habe den jetzt schon zweimal geändert. Hä? Was ist denn? Also... In der Datei steht es anders drinne. Also, ich weiß gar nicht, wo er das noch herzieht. Naja, ist irgendwo zwischengespeichert, ein Guess, so, oder? Egal. So, nee, ich will den jetzt hier fertig kriegen. Du sollst fallen durch mein Schwert. Das ist so wenig Damage, aber na gut.
Ja. Sehr schön. Nochmal einen Kopf stechen. Fast gestorben nochmal, aber nee. Und geschafft. Sehr schön. Okay. So, und hier müsste dann ja jetzt noch was drinne sein, richtig? Baumspeer. Wo ist er? Aha. Okay, Heiligschaden. Ja, na gut, ne? Von da kamen wir ja gerade. Hier. Man könnte rein, aber was bringt das, ne? Ich glaube, das war alles, was hier ist. Okay, gut. Dann geht es wieder zurück. Ja. Ein paar Vögel da. Der Schein des Earth Trees oder Heiligbaums oder wie auch immer die ganzen Dinger heißen. Aber Erdenbaum ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung für das große Ding da. So, und achso, das sind einfach weiterhin die. Okay, die sahen ein bisschen anders aus als die, die ich sonst so gesehen habe. Deswegen dachte ich so, das ist was Neues. Aber nee, ist es nicht. Ja, also eigentlich. Das geht doch, oder? Ja. Man bekommt immer eine goldene Rune davon. Sogar eine sehr starke. Das ist crazy. Das ist super cool. Die lohnt sich halt voll, ne? So. Ah, nicht ganz. Jetzt. Crazy. Also ich weiß nicht, wie viel die genau bringen. Aber die sind schon sehr, sehr nice. Oh nö. Oh nö. Mit Hunden? Ich bin einfach ein Igel geworden jetzt. Ey, komm her. Ach komm, die greifen so oft an, das ist crazy. Der war immer noch in seiner Combo, obwohl er mich mit der... Also er hat mich angegriffen. Ich musste mich heilen. Und nach dem Heilen hat er mich noch angegriffen, obwohl... Also, und das war halt immer noch der gleiche Angriff. Also das ist crazy. So, sehr schön. Und du jetzt auch noch. Schade. Hallo. Oh, nee, nicht noch mehr von euch. Okay, zumindest der eine Fernkampftyp weg. Muss ich mich nur noch um den anderen Typen kümmern. Na, schade.
Okay, gut, den haben wir, zum Glück. Puh, nervig die Dinger, ne? da oben sind noch zwei. Aber ich glaube... ich glaube, an die werde ich einfach nur dran vorbeigehen. Ja, weil hier war ja eh nichts. Außer nochmal eine kleine Rune. Eine Einser-Rune. Okay. Gut, dann die nächste Ruine. Oh, ich sehe Feuer. Ich sehe Feuer. Das könnte Händler bedeuten. Den Loot will ich aber noch gerne. Kurzbogen. Oh, okay. Habe ich zwar schon, aber cool. Und nein, es ist kein Händler. Es ist nur ein Gegner. Ja, na gut. Okay. Sehr schön. Einen gestunt, den anderen getötet. Ich heile mich nochmal zur Sicherheit. Und dann kriegst du auch noch Schläge. So, sehr schön. Und, was habt ihr hier beschützt? Oh, okay, Federn. Naja. Ich weiß nicht, ob das so der coole Loot ist. Also manchmal muss ich sagen... ist mir halt so komplett egal. Wenn da so manchmal so was Weißes liegt. Weil ich halt weiß, jo, das wird eh nichts Cooles sein. Und dann ist es halt eine Feder oder so. Also, ganz ehrlich, über eine Feder freut man sich doch nicht. Wenn ich Federn brauche, dann farme ich mir die halt eben schnell. Aber, also, ja, also, nicht so meins. Okay. Gut, die beiden Stücke fertig. Sind das einfach... Nee, hier würden ja keine Stücke von der Hauptstadt liegen. Die scheint ja hier zu sein, so. Also, ja, die war ja in der Hauptstadt, ne? Die Götterbrücke. Also, irgendwo da? Ja, nee, da, also... Es fallen ja nicht bis hier unten die Sachen dann hin. Das ist ja so weit weg. Dann weiß ich immer noch nicht so ganz, was das darstellen soll eigentlich. Hm. Na gut, na gut. Genau, da ist ein Lager oder so. Okay, sehr cool. Aber hier haben wir auch nochmal Schwerte. Ich weiß... da rechts ist auch noch ein Dungeon. Und hier ist eine Gnade. Junge, jetzt geht's aber los hier. Die ganze Folge werden wir nur noch hier sein. Malenias Marsch gen Süden. Mikellas Klinge und ihr Rheinfäule-Ritter. Verleiht ihr nie zu stutzende Schwingen. Okay. Bitte fragt mich das nicht ab, was ich daraus jetzt hätte lernen sollen. Ach, das sind von den Feuermönchen. Ist das so ein... So eine Feuermaschine, ne? Da. Warte mal, du bist gar keine... Ach da, okay. Ich bin einfach an der Gnade vorbei. Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns. Ja, stimmt. Diese nervigen Gegner, die wir gerade besiegt haben, das sind ja auch Puppen, ne? Puppen in dem Spiel sind, glaube ich, halt einfach dargestellt, dass sie vier Arme haben. Schätze ich. Also, dass das halt so die Gruppierung Puppen sein soll. Gut, haben wir denn da jetzt alles gesehen gehabt? Ja, so da unten halt noch nicht. Beziehungsweise hier halt auch noch nicht. So ganz so. Da. Mhm. Aber dann machen wir uns jetzt erstmal auf zu 3 und gucken da... uns das an. Hier gibt es noch einen kleinen Weg vielleicht. Zu einer Höhle, schätze ich. Oder? Komm schon. Ach nee, zu euch.
warte mal. Achso, ich kann die Kamera nicht. Die Kamera nicht öffnen. Die Karte nicht öffnen. Aber wenn ich die Kamera nicht öffnen kann, also dann weiß ich nicht. Die Kamera ist ja schon immer da, ne? Und immer an. Ein Dunkelschmiedestein, okay. Ja, komm, dann. Hör mal auf mit dem Rauch. Bam. Boah, schön da reingestochen, Junge. Oh, nice. Also nicht so nice für ihn, aber es sah cool aus. Das wollte ich sagen. Crazy. Ja, bei dem Kolosseum waren wir ja schon. Und ich habe jetzt hier keine Dings gefunden. Ist das hier eine Stelle für ein Bild oder was? Weil, also irgendwie, die kommt mir sehr leer vor, aber man hat halt eine coole Aussicht. Ob, ah! Aha! Doch, doch, ich hatte recht. Hier gibt's doch eine Höhle. Das sah gerade komisch aus, weil es so viel gelb war und dann halt trotzdem noch so blau. Achso, okay, ja, die Seite. Okay. Ja, dann machen wir die, weil die ist ja eigentlich noch da in dem Gebiet, wo ich sagte, wir sind schon fertig hier. So, hier. Hier vorher aussteigen. Weil hier gibt es meistens was. Beziehungsweise, ja, okay, eine kleine Sache, aber. Okay. Wir machen mal die Laterne hier an. Damit wir mehr sehen. Jetzt noch mal gucken, ist hier drunter was? Nee, ich denke nicht. Ey, ich hab doch... Ich hab doch extra geguckt. Die eine Seite. Und dann chillt er auf der anderen. Ey, oh... Mein Gott, haben die mich auseinandergenommen. Es kann doch nicht angehen. Ah. Ist die Waffe schon zu schwach hierfür? Oder nee, ich glaube, ich muss erst reinkommen in die Waffe. Das ist das Problem gerade. Wow, da bin ich ja weit gekommen. Naja. Warte mal, warum habe ich das Parierschwert? Hilfe. Ey, ach komm, ihr deckt euch auch so ekelhaft. Ja, jetzt kommt wieder der nächste an. Jetzt Blutverlust. Nö, also da weine ich aber auch, wenn der mich jetzt tötet. Oh mein Gott, okay. Also wenn das mich jetzt tötet, das wollte ich sagen. Bam. Und reingestochen. Ja, also man sieht, glaube ich, ne? Die Waffe macht kaum Schaden. Der wird sehr anstrengend hier. Ich glaube aber, ich wechsle einfach die Waffe vor dem Boss. Weil das tue ich mir nicht mehr an dann. Gut, so, hier sind sehr, sehr viele Wurzeln. Komischerweise. Okay, wir haben hier die Tür, also wir suchen wieder den Schalter. Aber ich denke, das war euch schon bewusst. Okay. Aufgeladener Angriff und er macht keinen Schaden einfach. Ist halt eine absolute Beginnerwaffe, ne? Man sieht das einfach. Okay, auf der anderen Seite müssen wir hin. Die sehen beide sehr komisch aus. Aber mir will ich sagen, dass es hier nirgendwo lang geht. Okay, okay. Ein super Weg, um diese Sachen, also um versteckte Wände auch zu finden.
ist, oh, finde ich das jetzt? Nee, das ist der Talismanbeutel. Ist das? Nee, Todeswurzel. Was ist denn das? Ist das ein... wartet mal. Wo ist das denn? Das haben wir gekauft schon. Ja, okay, das darf jetzt nicht sein. Da. Margits Kette. Denn das gibt so ein kleines Signal aus. Und dann das Signal deckt das auch auf. Okay, hier geht's runter, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's runter. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Was ist... Ach so, das ist so ein großer. Okay, den wir auch schon mal in... im Sturmschleier-Schloss hatten. Einmal. Okay, gut. Bin crazy, beim ersten Mal habe ich die Pfeilfalle gesehen. Da oben ist eine Nebelwand, okay. Bei den ganzen anderen Malen jetzt immer nicht. Ich sehe nichts. Das ist leicht unfair, wenn ich nichts sehe. Das ist super unfair, weil ich nichts sehe. Mann! Okay. Wir wechseln mal die Waffe. Wir haben ja jetzt 30 Minuten diese Waffe gesehen. Ich denke, ihr habt einen Einblick bekommen. Sie gefällt mir auch. Ja, nur leider ist die viel zu schwach. So, den hatten wir auch schon gespielt. Ich hatte hier oben noch eine Waffe, ne? Habe ich die nicht? Die wollte ich doch auch noch spielen, oder? Ui, so ein ganz kleiner Dolch. Okay. Gucken wir mal, ob die besser performt. Die mich dann auch treffen. So ein Dolch spielt man aber, glaube ich, auch besser mit einem kleineren Schild, oder? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, macht das Schaden. Holy shit. Ist ja total OP. Okay. Ein bisschen mehr von dir erwartet. Okay, der Angriff braucht aber auch ein bisschen. Wow, der braucht ein bisschen lange. Junge, okay, aber der macht auch Schaden einfach. Also, normal, das macht, der macht viermal so viel Schaden, wie die Waffe normalerweise macht. Holy shit. Okay, das ist crazy. Aber das ist sehr, sehr viel Damage tatsächlich. Gut, wir sind hier unten lang gegangen und dann hier drauf gesteppt. Schade, ich dachte, ich kann ihn damit treffen, aber... Wieso hat mein Schild das nicht blocken können? Naja, okay. Nein, komm. So. Sehr schön, sehr schön.
Schleichen wir hier jetzt dann nochmal lang und dann machen wir mal direkt unsere Combo da. Ja, okay, gegen ihn ist das wiederum nicht so viel Schaden, ne? Nö, lass mal bitte. Aber es ist tatsächlich auch die einzige Variante, wie wir ihm Schaden machen können, weil alles andere ist ja minimal. Ich wollte eigentlich runterrollen. Okay, das sah scuffed aus, aber na gut. Nehmen wir hin. Ja, den unterbrechen wir halt auch nicht, ne? Ja, okay. Nee, für den, also für große Gegner brauchen wir bessere Waffen. Das klappt sonst nicht. Normalerweise hätte man ja auch schon was aufgelevelt, ne? Wenn man hier dann ist. Außer man geht halt zum An... Also... Man macht das erste Schloss halt nicht, aber ansonsten schon. Also, deswegen Ausrüstung. Also würde ich aber gleich nochmal weiterspielen wollen. Was haben wir denn hier? Wo war denn da? Weil der kann Blutung bekommen. Einmal hier lang vorbei. Einmal hier lang vorbei. Hier vorbei. Und wir gehen mal nach hier oben. Oh, was? Kannst du bitte weggehen? Mann, ich wollte den eigentlich... Oh mein Gott, okay. Ich wollte den... Da sind voll viele davon. Reizüberflutung. So, erstens, ich wollte den eigentlich backstabben. Hat nicht geklappt, weil ich wurde verfolgt. Und wenn ich den angreife, wusste ich, dass ich dann erkannt werde. Von dem anderen. Von dem Dicken. Zweites Problem. Zweites Problem. Da ist ein Steinschwertschlüssel-Ding. Also heißt das. Da gibt's eine extra Area mit Loot. Oder wie? Also schätze ich mal, ne? Ja, okay, müssen wir gucken. Ja, genau. Sure. Nein, gehen wir dieses Mal dran vorbei. Und den müssen wir töten. Ja, dann komm auch her. Ihr greift zu schnell an. Ist ja schlimm. Ey, was ein Unterschied das ist, ne? Mhm, ja, okay. Ich habe mich zumindest noch geheilt vorher, also... Ja, töte ihn. Mach weiter. Gut machst du das. Ja, dann gut. Den letzten Schlag musste ich machen. Da ist noch einer von euch? Okay. Och komm.
Oh, ich mag die nicht. Die sind super kacke für mich. Weil ich die nicht kann und auch nicht lerne. Das sind halt so Gegner, die ich halt wirklich einfach nicht hinkrieg. Mann, jetzt spielen wir schon wieder die eine von den Waffen, die ich sonst auch immer spiele. Ach Mann. Gegen die normalen Gegner? Okay, ja. Da kann ich noch eine andere Waffe gehen. Aber gegen die großen? Niemals. Da kriege ich ja so schon die nicht hin. Aber wir können da Grabbeilchen eigentlich farmen. So, dann gehe ich diesmal außen rum lang. Wenn du durch die Wand schlagen kannst. Okay. Weird. Deine Spezialfähigkeit, aber nehmen sie mal hin. Was zum? Das hat er nicht gehört? Oh, der lacht auch so behindert hier. Oh, nice. Bitte. Oh, Schaden. Bitte. Oh, wie schön. Habt ihr das gesehen? Der hatte nicht mal eine Chance anzugreifen. Wartet. Ja, hier wird nichts sein. Nee. Also wäre ein super Ort hier, aber hier ist nichts. Ja, weil der schon steht, kann er sofort angreifen. Was zum... wo hast du denn ganz hingeworfen? Hingehauen. Ihr beiden geht erstmal. Mhm. Der wird halt auch nicht ansatzweise von irgendwas gestaggert, ne? Und seine Combo ist halt so unendlich lang. Wirklich, die geht 6 Minuten. War das Blutverlust? Ich sehe gar nichts mehr. Hallo? Ich mag meine Spiele am liebsten, wenn ich nichts sehe. Also gar nichts. Meistens mache ich auch einfach den Bildschirm aus, wenn ich spiele. Wäre ein unfairer Vorteil, wenn ich das sehen könnte. Wieso bist du so ein großes Problem? Dein Bruder habe ich hingekriegt. Dich nicht. Also, ja, jetzt schon, aber... auch nur mit sehr viel Aufwand von vielen, vielen Flasks. Mann. Reden und so. So. Was gibt's hier? Es leuchtet gut. Ein Runenbogen. Sehr schön. Muss ich mal gucken, wann ich die einsetze wieder. Wenn ich dann irgendwann mal für irgendwas Stats brauche und es euch zeigen will, dann kann man das gut einsetzen. Gibt ja 5 auf alles. Ja. Okay, ja, gut. Gestärkt haben wir uns schon mal. Jetzt ist noch Heilung. Jetzt ist auf die Fresse.
So, weg mit dir. Ich würde den Weg da gerne noch erkunden. Tatsächlich. Man glaubt es kaum. Irgendwas? Ihr hört's auch, oder? So ein leichtes, weiß ich nicht. Es ist ja nicht wirklich ein Piepen, aber... Klingeln? Nee, Klingeln passt auch nicht. So, hier sind wir jetzt hier oben. Okay. Ja, komm. Oh mein Gott. Ey, dass die halt immer noch so unendlich stark sind, ne? Oh, warum müssen die überall in jeder einzelnen von diesen Katakomben sein? Okay, ich trinke was. In der Zeit, wie wir runter und hochfahren müssen. Ihr solltet auch was trinken. Stay hydrated. Und auch YouTube-Leute. Gut, okay. Okay, ich habe gerollt anscheinend. I don't know why, aber na gut. So, okay. So, da unten müssen wir auch gleich noch hin. Das wollte ich eigentlich auf dem Rückweg machen. Aber das weiß ich, also wie kann man denn so dumm sein, dass ich das immer übersehe, ne? Also das ist, weiß ich nicht. Aber wir müssen auch hier noch reingucken. Was gibt's hier? In so einem Dungeon einen Steinschwertschlüsselohr zu finden. Nochmal. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte... Mann, bleib bei einmal. Mann, ich kann nicht... nichts machen. So. Weg. Mit. Dir. Mann. Ja, absolut nervig. So. Eine verbrannte Leiche. Nox-Spiegelhelm. Ist das... Das ist ein Helm aus Spiegeln. Wie geil. Hä? Crazy. Okay, let me through, please. Ja. Da. Warte, das sind drei? Oh. Ja, okay, bei drei muss ich langsam rein. Ich glaube, ich pull die einzeln, einfach weil ich keinen Bock auf die habe. Mann, oh Mann, oh Mann. So, links, rechts, links, rechts. Hier einmal Ausdauer regenerieren und weiterhin. Um den abzuhängen. Hier nicht in die Falle laufen. Also ist kein Muss, aber wäre schon sehr schlau. Wie die da so winseln, das ist ja also verstörend. So, da auch nicht reinlaufen. Sich eben platt machen. Und dann gucken wir jetzt mal. Bitte, was? Du bist mir ganz hinterhergelaufen, oder was? Lol, man kann nicht so easy pullen. Das ist, das finde ich nicht so gut. Okay.
Wenn, dann würde ich schon sagen, yo, fight. Und zwar richtig. Aber naja, sind da auch mehrere, ne? Also, ganz ehrlich, fighten die ja auch nicht. By the way. Machen den mal wieder an. Warum hört es sich eigentlich an, als ob die so barfuß irgendwie laufen würden? Tun sie doch gar nicht. Das sind doch Gargoyle-mäßige Leute, oder nicht? Naja, also eigentlich sollte das Stein sein. Eine Sense. Eine Sensation hier. Oh, komm, Digga. Also ich... Ja, wir haben die Sense. Wir können da dran vorbei. Ach ja, ach ja, ach ja. Ne? Ihr seid ja nicht hier für den Skill, ihr seid hier für das Entertaining, Entertainment, schätze ich. Erster Playthrough? Ja, genau, erster. So. Jetzt aber endlich, Mann. Das kann doch nicht angehen. Wenn ich die Strecke hier nochmal laufen muss, dann kriege ich hier wieder Krise. Ich will gar nicht wissen, was da unten noch alles ist. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ja, wartet. Hier muss ich durchsprinten, deswegen ein bisschen wieder auf. Sammeln. Da nicht drauf. Du gehst weg. Ich weiß nicht, den mag ich besonders nicht. Ey, was willst du denn? Wieso sind hier schon wieder zwei? Nee, die vermehren sich wie die Pest. So. Mann. Schnell da wieder raus. Och, nee. Hier sind ja schon wieder zwei. Goldrune. Okay, ja, wartet eben. So, jetzt aber Ruhe mit euch. Das sieht sehr nach einem Geheimweg aus. Wir können das mal ausprobieren. Wo war's? Hier und dann. Nein? Als ob das hier kein Geheimweg. Ja, okay, da könnte es auch nicht sein, ne? Aber der Weg sieht ja so komisch aus. Hm. Bei welchem Boss bist du gerade? Ich könnte den zweiten machen, aber ich erkunde. Gerade noch. Warte, kurze Frage. Hä? Wartet mal. Ich... Hä? Wieso ist... Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich nach unten? Ach nö. Nee, auf dich habe ich keinen Bock. Ich habe gesagt, kein Bock. Ich finde ja echt schön, dass du mir nicht zuhörst. Das spricht davon, dass du schlecht erzogen bist. So, jetzt sind wir... Na, pass auf. So. Das ist auch kein Weg? Ja, na gut. Also. Och, Mann. Der lässt sich auch wieder nicht staggern, ne? So viel zu... Er hört nicht zu. Er hört ja wirklich nicht zu. Das. Wie? Hier sind zwei davon. Nee. Ich brauche einen Ausweg, Jungs. Ich brauche ganz schnell einen Ausweg.
So, nehmen wir einmal alles mit, was hier zumindest liegt. Oh, noch ein Kopf. Sehr cool. Komm mal hier wieder hoch. Muss ich gegen die kämpfen? Ich habe auch nichts anderes mehr. Mann, ja, na gut. Ich wusste, dass du von der anderen Seite kommst, ne? Ach, du bist sogar der noch mit vollem Leben. Ja, dann will ich deinen Bruder angreifen. Okay, der hat auch noch volle Leben, ne? Also. Irgendwie würde ich lieber gerne sterben gerade, als das hier machen zu müssen. Ich kann mir halt so schnell keine Töpfe craften, wie die herkommen. Ach so, ich kann mir insgesamt gerade keine Töpfe machen, weil ich da im Kampf bin. Ach so, warte mal. Ich habe auch gesehen, wo es lang geht. Ey, jetzt hör auf. Es war echt nett mit euch zu spielen, aber kein Bock mehr. Ihr könnt euch auch gerne wieder voll heilen, mir egal. So, tschüss. Cool, dass es da nicht lang geht. Nice. Nee, nicht noch einer von euch. Ja, komm, bitte mal noch mehr Schaden. Damit meinte ich nicht dich. Och, endlich. Ugh. Okay, wir haben Pötte. Sehr schön, der ist auch schon mal weg. Die geben ja auch keine Runen dafür, dass man die so ekelhaft bekämpfen muss. So, und hier geht's jetzt wieder hoch. Also muss man den Weg gehen? Ich hätte gedacht, dass man den nicht runter gehen soll. Aber na gut. Also nicht muss halt, aber... na gut. Dann, wenn das so ist... Komm, kletter schneller. Wie? Das hat ja noch eine... ganze Ebene hier. Naja, okay, komm, hier viel Spaß mit dem. Ich will nur, dass du von deinen komischen Barnacles da loskommst. Die überall auf deinem Körper verteilt sind. Nice, zwei in dich, rein da. Ab, weg mit dir. Sehr schön. Und, oh, verformte Axt haben wir von dem bekommen. Sehr cool. Brauche ich die auch nicht farmen. Nice. Und Pagenasche. Ah, das sind die, die wir in dem karianischen, in den Anwesen da gefunden haben. Dachtest du wirklich... Okay, Tür zum Boss ist offen. Und wir sind ja auch jetzt unten schon lang gegangen, also... Haben wir hier nichts mehr, Fragezeichen? Ich denke nicht, ne? So, weg mit dem. Gut, gut, gut. Wie viel Heilung haben wir? Ja. Mit einer Heilung? I don't think so. Hallo. Warum bleib ich bei dir stecken? Nö, jetzt muss ich hier erstmal den Hebel ziehen. Weil ich es immer hochfahre. Okay, wir tanzen ein bisschen, Jungs.
Und noch zwei Schläge. Sehr schön. Ihr werdet eh halt jetzt wieder respawned, aber naja. Jetzt, der Wille zählt. Das ist es. So, will ich die Waffe nutzen? Ja, eigentlich schon. Ich habe zwar noch coole Waffen, die ich euch zeigen will, also noch neue Waffen, die ich euch zeigen will, aber ich wollte gerade mein Pferd rausholen, was ist jetzt los? Aber, ja, nee, ne? Irgendwie nicht so passend gerade. Aber wenn ich zu viel Schaden mache, dann wechsle ich vielleicht noch, aber... Also, gerade denke ich, das wird eher nicht passieren. Gut. Ja, Sprungangriffe, das haben wir alles. Wen holen wir denn? Asche der Soldaten von Raya Lucaria nochmal? Oder Vampirwichte nochmal? Danach würde ich sie nämlich wegtun. Beide. Wenn ich sie dann noch beide einmal nehme. Ich glaube... Die Raya Lucaria Leute. Ja, obwohl, oder? Also, kommt drauf an, ob der Blutung kriegen kann oder nicht. Okay, nein, kann er nicht. Dann. Die. Man kann die auch. Ah, nee, das kann ich auch noch immer noch nicht zeigen. Aber man kann die umprogrammieren, so gesehen. Würde ich auch immer noch mal zeigen. Aber. Geht nicht, weil. Mit umprogrammieren meine ich halt, dass sie für mich kämpfen. Und. Ja, die, geht halt noch nicht, weil hier ist halt niemand anders im Raum. Aber die helfen schon echt gut. Also vor allen Dingen diesen Schimmerstein-Zeug, den der eine da wirft, der ist halt sehr strong. Sehr schön. Junge, okay, das ist schon echt strong gerade. Ah, kacke. Ja, das habe ich gerade noch so überlebt. Bam. Ja, okay. Also er ist nicht mehr so ein großer Gegner dadurch, dass er die Waffe halt dann doch jetzt schon stark ist, aber ich will nicht gegen den Boss 200 mal kämpfen müssen jetzt gerade. So, und wir kriegen Asche des Kaiden-Söldners. Junge, jetzt haben wir auch viele Aschen, ne? Also jetzt haben wir sehr viele Aschen. Gut, ihr kommt weg und stattdessen nehme ich den mal mit. Die habe ich ja auch alle noch neu. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich muss die Aschen dann auch mal zwischen den Folgen wegpacken. Ja, für die Leute im Stream, bitte erinnert mich da. Wenn die Folge endet in einer halben Stunde. Gut. Okay, das haben wir. Wir trinken nochmal einen Schluck. War jetzt so fucking warm hier. Gut. Und dann können wir auch wieder zurücklaufen. Dann haben wir das ja jetzt auch. Ja, okay. Dann gehen wir mal die linke Seite lang. Und dann können wir auch direkt weiter nach unten gucken da. Wo habe ich eigentlich nochmal den... Ach, der war da, ne? Ja, da. Aber der hat wahrscheinlich... Der hat wahrscheinlich auch das Ding gezeigt, ne? Aber ist ja klar, wenn da so ein abgeschotteter Weg ist. Ja, nicht abgeschottet, aber wenn da so ein Weg ist, dann muss da halt auch was sein. Ne? Yep, ich kann ihn nicht mehr anmachen. Okay. Gut, gut. Ja, so. Nee, das sind keine Feuermönche. Oh, okay. Ist das... Ja. Das führt einen hier rauf. Okay. Haben wir den Weg auch gefunden, sehr schön. Aber den Bereich will ich nicht komplett noch heute anfangen. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob es stimmt. Vielleicht geht es ja doch noch woanders lang. Jetzt, wo wir draußen sind, können wir eigentlich auch wieder die Waffe wechseln. Ausrüstung. Wir gehen mal hier eben um die Äxte drum, damit ich weiß, dass die auch ganz neu sind. So. Also,
Vielleicht ganz am Ende werde ich mal eine Rune anmachen. Wenn ich ganz viele Stats habe oder so. Und dann kann ich halt auch euch die anderen Waffen zeigen. Aber ich, da muss ich halt in einem super einfachen Bereich rein, ne? Beziehungsweise vielleicht so in der Koop-Folge vielleicht nochmal so ein paar Waffen ausprobieren. Da habe ich dann ja auch einen anderen Spielstand. Den kopiere ich dann ja immer. Deswegen. Vielleicht passt das dann. Was ist das da oben? Das sieht schon sehr aus wie ein Drache, aber irgendwie halt auch so gar nicht. Also es wäre ein sehr kleiner Drache. Also es ist eher so. Ich will ihn jetzt nicht für seine große Größe beurteilen, ne? Also verurteilen. Aber der sah. Warte mal. Achso, das war. Hä? Okay. Aber es war jetzt nicht das, was ich so erwartet habe von den Drachen, weil die waren bisher immer so riesig. Okay, die Finisher sind halt aber auch meistens dieselben, leider. Das ist ein bisschen schade. Ich habe keinen Fix für irgendwas von Five Nights at Freddy's. Oder was auch immer das ist. What the fuck gerade? Hast du dein Limgrave schon fertig erkundet? Ich habe gerade von Koop gesprochen. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Nö, hast du nicht. Dann kannst du das machen, falls dein Spiel nicht funktioniert. Ich bin hier runtergefallen jetzt. Warte mal. Lass mich mal erstmal was trinken. Durstig. Hupala. Ja, gegen euch hilft das halt nicht mit der Magie, ne? Okay. Nee, nicht du, sondern du. Wie sein Kollege da steht, checkt einfach gar nicht. Dann hier unten noch was? Okay, ja. Okay, ja. Jetzt nicht so krass, aber okay. Das sieht sehr verdächtig aus hier. Yep, wusste ich's doch. Sehr schön. Und hier unten ist wieder eine Kiste, die uns irgendwo hin teleportiert. Nee, anscheinend wohl nicht. Oder? Nee, irgendwie nicht so. Gehe ich auf Safe und hole mir erst den Loot links? Ist die letzte Koop-Folge schon raus? Nee. Die kommen separat. Erbe der zwei Finger. Okay. Und eine Charivi-Traube, ne? Ist auch nicht zu vernachlässigen. Können wir dann auch mal abgeben. Ein Talisman mit der eingravierten Legende der zwei Finger. Hä? Aber die... Hä? Die haben Beine? Nee, hä? Ist das eine Spiegelung? Ich check das Bild nicht. Egal. Finger können nicht sprechen, aber diese waren äußerst redegewandt. Hä? Aber... Warte, ich dachte... Die Finger... können kommunizieren mit der, wie heißt es, mit der höheren, nicht der höheren Gewalt, aber mit dem höheren Dings. Und die Fingerleser können wiederum die Finger verstehen. Und die sagen es uns, nur niemand versteht die Fingerleserin, weil die das so abstrus formulieren. Ich dachte, so ging das. Aber kann ich auch falsch verstanden haben. Unablässig wandelt sie durch die Luft und enthüllt viele Mysterien. So empfingen wir die Worte unseren Glaubens. Erhöht den Glauben. Um?
Wie viel? Oh, 5 Punkte. Man kann einfach 10 Glaube mehr haben, wenn man den nimmt und dann noch eine Rune aktiviert zum Beispiel. Crazy. So, glaubt ihr, wir haben hier alles? Ja, bin mir da noch ein bisschen unsicher. Eigentlich müssten wir hier alles haben. Da ist noch so ein Riesenhummer. Ja, die will ich nicht alle töten. Also, das will ich mir nicht antun. Aber wenn die so mega viele Runen geben würden, dann ja, okay. Dann lässt sich darüber reden. Aber nee, so wie die jetzt sind, da... Kein Bock. Hallo, was bist du? Kommt alle heraus, heraus aus der Dunkelheit unter der Erde. Bieten wir unseren Augen der Jungfern dar. Okay, ja, das hier, was halt versteckt ist, ne? Also unter der Erde versteckt ist. Ich glaube, 1, 2 habe ich auch schon gesehen, wo ich nicht gecheckt habe, wofür die waren, aber... Man kann auch nicht alles verstehen. So, hier hätte ich eine Invasion erwartet, wenn hier schon nichts ist, aber nee. Scheint es hier... Ah! Anscheinend ist hier wirklich nichts. Hallihallo. Junge, wer soll dich hier denn bitte finden? Ja, aber passt perfekt. willkommen. Ich möchte dir etwas geben. Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Ja, ich... ja, ne? Ich sag ihr mal besser nicht, was sie da ist, aber okay. They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes. Their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes. But you seem somehow firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Sie ist ja in einem sehr offensichtlichen Platz. Ja, erstens, das ist hier auf der Map. Und zweitens, also, die kann man schon übersehen, ne? Vor allem, wenn man von da oben kommt, dann ist die ja, also, die ist super versteckt eigentlich. Naja, mal gucken. Vor allem, das erste Mal war sie ja da. Und jetzt ist sie nach da gegangen und man muss in der Zeit halt eine neue finden. Okay, hier ist eine, aber was ist, wenn man die hier noch nicht gefunden hat? Und vor allen Dingen, wo geht sie jetzt hin? Geht sie jetzt hier hin? Also in diesen Bereich hier würde ich nochmal absuchen wollen oder so. Weil da oben wird sie, glaube ich, nicht... Oder können die Teleporter benutzen? I don't know. Vielleicht geht sie auch nach da oben hin. Da haben wir auch noch nichts gesehen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo das Licht sie hinführen soll. Ich zu so einem Baum noch oder so. Aber dann hätte, also dann würde ich ihr hier noch eine geben und ja, hier irgendwie so und dann wäre sie da. Ja, weiß ich nicht. Aber also kommt mir jetzt irgendwie sehr kurz vor den Weg, den sie zurückgelegt hat. Hm, naja. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Also, ich meine, ich habe sie gefunden, ne? Also, so unauffindbar scheint sie ja nicht zu sein. Aber ich suche ja alles schon gründlich ab, eigentlich. Also, ja, manche Stellen halt auch schon ein bisschen schneller so, aber... Ich würde schon irgendwo sein, also überall mal sein wollen. Das ist es. Hier seid ihr wieder... Ist hier doch ein... Oh mein Gott, warte. Hier ist doch ein... Eine Höhle. Warte, scaled dieser Blutschlag vom Leben her? Weil wir verbrauchen ja auch unsere Leben dafür.
Ist der deswegen so stark? Ja, hier ist tatsächlich noch was. Oh, ich wollte gerade erst sagen, yo, hier ist ja nichts, weil hier waren wir ja schon einmal vorbeigeritten. Aber das ist okay. Gut, ich wurde eines Besseren belehrt, mal wieder. Okay. Dann wollen wir mal, dann... Oh nö. Hier sind mehrere davon. Oh, ich hasse diesen Ort jetzt schon. Wow, das macht keinen Schaden. So. Och, nee, hier ist ja sogar Gift auf dem Boden. Das soll man halt auch mit Fernkampf besiegen, ne? Also ganz ehrlich. Das kann mir ja keiner sagen. Ja, wow, die one-hitten wir zumindest. Mann, ja, okay. Alle Töpfe dafür aufbrauchen. Naja. Ach Mann. Ja, die nehmen ja zumindest einen schönen Schaden. Mann, das ist alles giftig hier. Wieso kannst du eigentlich Gift? Mann! Ich mag das hier nicht. Ich will nach Hause. Weil hier ist ja jetzt noch eine. Oh, okay, warte. Also, wir müssen es ja nicht lindern, ne? Das Gift. Junge. Ich kann hier noch 200 werfen und die werden nicht tot sein. Ach, Mann. Ja, okay, ich heile mich einfach durch. Und wenn ich die besiegt habe, hoffe ich, dass hier was war oder ist oder so und dann... wenn ich eh schon Gift habe, kann ich halt kein weiteres Gift bekommen, oder? Oder kriege ich dann einfach nur extra Schaden? Ich weiß es nicht. Eine Feuerwaffe vielleicht, ne? Weil ich glaube, die Pflanzen haben nicht so gute Feuerverteidigung, aber... Naja, ne? Ja, da bin ich wieder vergiftet. Echt, die kann man auch nicht hitten. Das könnt ihr mir nicht sagen, dass man die hitten soll. Oder hitten können soll. Also, das ist... Ah, nee, ganz, ganz schlimm. Egal, hier ist noch eine... Ey, Mann, bitte, hör auf. Wäre ganz schlimm mit dir. Ich glaube, hier soll man einfach nur nicht runterfallen. Kann das sein?
jetzt. Letztendlich haben wir eh nur noch eine. Oh, warte mal. Was hat er gedroppt? Bitte habt das gedroppt, was ich glaube. Ich glaube nämlich, man kann den von denen bekommen. Und mit gut meine ich halt Kopf. Oh, endlich mal. Sie sind in die Richtung gefallen, wo ich auch stehe. Och, Digga, was machst du denn hier noch? Na? Gehen wir auf die Seite. Ausdauer voll und... Ja. Sehr schön. Junge, das dauert ja Jahre, bis so ein Ding weg ist. Und jetzt machst du nochmal so Gift. Okay, nee. Ah, gut. Blutung. Danke, dass du geprockt bist. Ich weiß zwar nicht, wie bei einer Pflanze Blutung procken kann, aber naja, sie haben ja auch ja gewisse Integrität, ne? Och, Digga. Also, hier gibt's auch alles in dieser Höhle. Hier gibt's auch wirklich alles. Digga, diese Pflanzen, Tausende. Dann gibt es dazu noch so Giftleute, die Giftprojektile schießen. Und jetzt auch noch das. Ich habe den Miniboss mal gesehen, aber nicht mehr. Den Miniboss. Ah, achso. Mhm. Ja, okay. Ja, den habe ich auch gesehen. Den Miniboss. Nicht zu wechseln mit dem anderen. Den anderen fand ich nicht so gut. Den finde ich ziemlich gut. Wobei, also der wiederum andere, der war auch ganz cool. Steht, finde ich so, vielleicht sogar ein bisschen besser als den oder den anderen. Also du kannst dich halt einfach entscheiden, ob du oben lang gehst oder unten. Unten Gift, oben Fledermäuse. Wenn du oben lang gehst, musst du aufpassen, dass du nicht runtergeschubst wirst. Und ja, ansonsten kommst du beim gleichen Ort lang. Wenn du einmal vergiftet bist, kannst du nicht mehr vergiftet werden. Und wenn du oben lang gehst, musst du sogar unten lang gehen? Hä? Nee, warte, da ist was falsch. Warte mal. Das ist nicht so richtig. Ich bin nur den falschen Weg oben gegangen. Okay. Ja, wenn du einmal vergiftet bist, kannst du nicht nochmal vergiftet werden. Also warum sollte man nicht unten lang gehen? Oben geht's schneller. Ja, okay. Sehe ich. Aber, I don't know. So, das sieht gerade schon sehr nach dem richtigen Weg aus. Habe ich da nicht noch einen verpassten Weg? Okay. Er ist hier im Gift ertrunken. Waisenkapuze, Waisenrobe und Waisenhose. Was mit Handschuhe? Ja, der Waise nicht. Ey, nee, ich glaube es nicht. Mann. Und Leute, nicht traurig sein. Die Runen sind mir immer noch egal. Okay, nee, aber der andere Weg da noch. Also, wo führte der lang? Ja, da ging es ja nicht weiter. Da musste man aber... Aber wo war denn die andere Seite von dem, was da eigentlich noch lang ging? So, nee. Da bist du, das will ich nicht. Oder war das schon die andere Seite? Nee, hier geht's ja auch noch lang. Ach, hier gibt's auch noch 6 Wege, oder was? Ganz ehrlich, ich habe die schon besiegt. Und die Fledermäuse, die muss ich jetzt nicht noch extra besiegen. Also, die haben wir auch schon mal... Ah, hier ist der Boss. Nee, hä? Hier ist eine Marika-Statue, aber hier ist noch nicht der Boss. Also, kommt der... Jungs! Ey, ich krieg die Krise mit euch. Du sollst mal einen Run machen, wo du jeden Tod eine neue Waffe nutzt? Unmöglich. Weil ich bin nicht so gut, dass ich mit einer Level 0er Waffe kämpfen könnte.
Es wird dir wahrscheinlich auch auffallen, wenn wir Koop dann ins neue Gebiet gehen. Dass deine Waffe auf einmal null Schaden macht. Und dann musst du halt eine Lösung finden. Und deswegen, weil du kannst sie halt nicht farmen. Also ja doch, du könntest sie farmen. Aber das ist so anstrengend, dass ich mir das niemals im Leben antun wollen würde. Wo ist mein Stab hin? Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Ja, wow. Einerseits sah das gerade sehr, sehr cool aus. Zumindest mit meiner Beleuchtung hier. Für euch natürlich ein bisschen geringere Auflösung. Aber andererseits hat es auch sehr gelaggt gerade. Lol, warte mal. Die kriegen durch Gift Boni? Oder wie? Scheint so. Junge, was eine ekelhafte Höhle, ne? Ganz ehrlich. Ich wollte durchdashen, also rollen, aber... Ja, ne? Das Rollen ging mir nicht mehr. Hier, warm weg mit dir. Okay, und da ist das Ding. Oh nö, mein Controller vibriert schon wieder. Giftfett. Ich weiß ja nicht, ob Gift jetzt hier so schlau sein wird. Also so stark gegen die sein wird. So, ja. Wollen wir eine andere Waffe probieren? Du machst halt null Schaden, ne? Ganz ehrlich. Ich hab meine Pizza fallen lassen. Oh, da auch, was? Warum, du tun? Reinfäule Ritter. Ach du Scheiße, du kriegst ja gar kein Damage. Okay, lass mich mal hier eben durchlaufen. Ich kann hier niemanden rufen? Du bist heilig? Du bist voll der krasse Gegner. Mit da, wo du bist. Du machst Scharlachfäule? Sag mal, bin ich hier im falschen Film? Okay, nee. Ich darf hier niemanden rufen und das Ding macht Scharlachfäule und greift mit zyklischen Angriff, Mann. Entspannt euch. Jetzt wird's ein bisschen fies hier. Okay, das ist der letzte Boss der Folge, aber... Bitte, was? Nee. Wir nehmen wieder die Waffe zurück. Beziehungsweise, nee, wir nehmen die. So. Hey, nein, warte mal, kann hier Geister herbeirufen? Bleib mal hier bitte stehen und geh nicht ins Bild. Bitte, sei so nett. Ja, ich will halt irgendwie nicht so wie... Ja, okay, ich muss da aber hin. Wie sie sonst. Ich muss im Gift stehen. Es geht nicht anders. Mhm. Zweite Phase oder was? Noch nicht.
schade. Ja, okay, habe ich. Also ist halt kein krasser Gegner jetzt mehr. Aber ich weiß nicht, ich finde halt nicht so diesen Mittelweg. Ich finde halt nicht die Waffen, die halt schwach genug sind, aber noch cool und neu sind, dafür, dass die Gegner schön schwer sind. Sie sollen ja nicht zu schwer sein. Okay, geflügelte Schwertinsignie bewirkt. Was? Erhöht die Kraft aufeinanderfolgende Angriffe. Für Dolche und sowas. Aber, was war das? 2 Angriffe, 6 Angriffe, 8 Angriffe. Und dann jeweils, was war das? So 2% mehr Angriff oder so? Also, ja, nicht ganz so krass. Also, ist schwierig zu spielen, glaube ich eher. Das wollte ich sagen. Gut, ja, schnell raus hier, denn wir müssen hier nochmal rein. Denn ich habe den einen Weg da ja noch nicht zu Ende erkundet. Und das machen wir noch. Junge, ich stink und stink und stink hier. Sehr schlimm. So, wo war der Weg nochmal? Da jetzt nichts ist, ne? Hier war der, glaube ich, ne? Ja. Der geht halt erstaunlich lang rein hier. Ah, Schlangenpfeile. Okay. Und goldene Rune gab es hier noch. Und dann kommen die alle hierher. Ja, okay, komm. Meine 4000, ich bekomme so schneller raus. Meine 4000 Runden sind mir egal, also. Okay. Dann würde ich aber meinen, wo geht's raus? Da. Das war für heute, glaube ich. Guck noch mal draußen, ob ich noch schnell irgendwie was finde. Aber ich denke nicht. Weil das Gebiet haben wir damit dann ja jetzt auch abgeguckt hier. Krabbe? Nee, Hummer. Okay. Untersucht hier. Also hier sollte, glaube ich, auch nichts mehr sein sonst. Aber mehr Dungeons, ne? 2 Dungeons heute, sehr schön. Ja. Also haben wir zumindest mehr gefunden als sonst. Gut, dann. Finden wir hier noch so einen Ort, wo wir chillig uns hinstellen können? Ich weiß es nicht. Hier vielleicht. Ja, das haben wir uns angeguckt. Hier müssen wir dann noch rein. Und dann müssen wir letztendlich halt hier uns das angucken, was da los war, was hier dann los war. Und dann müssen wir halt, ja doch, hier oben lang, da und hier halt checken, bis hier oben, was da alles ist. Dann ist das die nächste Folge und die übernächste geht's dann hier hin, I guess. Ja, dann, wenn wir halt dann Folgen haben, wo halt dann bisschen hin und her teleportieren ist. Ja, cool, das ganze Gebiet haben wir auch noch, ne? Aber wo es dann so weniger wird langsam, wo es dann ein bisschen hin und her teleportieren wird, da kann ich dann auch mal so Sachen reinschneiden, die ich noch machen wollte und so. Beziehungsweise das hier haben wir auch noch alles, ne? Okay. Eine Folge. 2 Folgen. 3 Folgen. 4 Folgen. 5 Folgen. 5 Folgen noch? Und dann geht's ins Schloss vielleicht? Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Vielleicht habe ich mich da jetzt auch komplett verrechnet. Normalerweise glaube ich immer, dass ich mehr schaffe. Aber jetzt habe ich mir ziemlich wenig pro Folge vorgenommen. Deswegen, vielleicht sind es noch 5 Folgen. Vielleicht werden es 8. Ich kann es nicht mit 100%iger Garantie sagen. Was ich aber auch mit 100%iger Garantie sagen kann, ist, dass diese Folge jetzt hier enden wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen.
für die Leute im Chat. Ihr könnt schon mal Ciao YouTube sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.